Wenn ich das hier hochlade, bist du so, sowieso sofort Fame, weißt du? Ich muss da mal meinem LP Matter sagen. Und deine Abozahlen verdreifachen sich. Entschuldigung, dass ich jetzt so doof lache, aber... Das ist ja auch nicht ernst gemeint. Das ist aber eigentlich ein bisschen gemein, weil so wenig Zuschauer hast du ja noch nicht. Aber es ist auch so übertrieben. Ja, es ist damals, als es mit dem LP so angefangen hatte, dachten wir uns halt auch immer, du hast 900 Abonnenten, ich habe auch 900 Abonnenten. Wenn wir mal was zusammen machen, hat jeder von uns 1800. Ja, das ist genau dieser logische Fehlschluss, ja. Dass plötzlich jeder den automatisch abonniert und all seine Videos guckt. Wie dumm waren wir eigentlich damals? Ich weiß nicht, aber ja, das weiß ich auch noch. Wie absurd das auch wäre. Das hieße, wenn jemand ein LPT mit Gronkh machen würde, hätte dieser jemand auf der Stelle mehr Abonnenten als Gronkh. Nämlich seine eigenen und die von Gronkh. Da kommt ein Marco angeflogen. Yay. Und da fliegt er direkt wieder weg. Wow. Aber das war keine Absicht. Wir springen uns hier entgegen. Das ist übrigens ein Gegnerlein. Oh, hi. Inderpenis, habe ich gerade gelesen. Inderpenisstation. Das heißt, nee, Penisverstärkerstation. Da wird dein Penis verstärkt. Inderpenis heißt es, ja. Ja. Krass. Hi! Oh. Hi. Gut, du bist genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Meine Waffe war leer. Unterstützt von Erhabener. Ja, der Erhabene, wie er sich dahin kniet und irgendwas macht. So. Freunde, jetzt hier, geht's los. Hier sind wir wieder im nächsten Part von Planetside. Mit der Mit demselben Moment, wo du das machst, werde ich umgemäht. Alle schießen auf mich und ich bin tot. Sneepelverbot. Ein Tag Sneepelverbot. Oh. Nein, das. Und die alle so weinend in der Ecke kniet. Nein. Können wir ja nur noch scheißen. Oh, ich bin ja so. Geil. Ja. Was zur Hölle? Also, das ist dann. Das schneide ich dann als ersten Satz. Oh nein! Auf. Damit alle direkt denken, du bist ja voll die oberflächliche. Nein, du bist voll der perverse 10-Jährige. Da bestehst du jetzt. Ich treff dich nicht mal, Scheiße. Es tut mir leid. Wenn jemand auf mich schießt, muss ich zurückschießen. Immer der Dominator Tales Gaming dominiert. Ja. Perverse 10-Jährige hier. Matter, also wirklich. Das macht man noch nicht. Ich würde am liebsten direkt nochmal sterben. Nein, los, drauf los. Schieß. Oh, verdammt. Der Sunrise tot. Also guck, dass du nicht stirbst. Ich guck. Wie beim letzten Mal, der letzte Tod. Ich gucke, dass ich nicht sterbe. Ich gucke. Ja, komm, ich töte mich, mach. Nein, nein, das kann ich jetzt nicht. Ich kann nicht, wenn du guckst. Dann muss ich es selbst tun. Ich guck weg, schieß auf mich. Nee, das kann ich erst recht nicht. Wie ehrenlos ist das denn? Dann muss ich es halt selbst machen. So, jetzt sind wir quitt. Ja, total. So nenne ich diese Videoreihe. Ach, auch noch eine Videoreihe, du Scheiße. Nein, Quatsch. Also, ich weiß nicht, also, wie viel das wird. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, das den Leuten anzutun. Weil dich kennt ja keiner und dann werde ich nicht Fame. Aus. Da hole ich mir lieber Leute, die jeder kennt. Weißt du, was ich eben noch sagen wollte? wo du so gesagt hast, eine ganze Reihe. Wollte ich sagen... Ja, ich mache aber vielleicht keine Reihe daraus, weil dann denken die Leute, es wäre Kinderarbeit, dass ich hier was. Oh mein Gott. Tut mir leid. Es tut dir gar nicht leid. Ja, okay. Ich
dachte, ich hätte so ein Sneeple-Tarngeräusch gehört. Tarngeräusch, ja. Mhm. Wenn die sich halt da hinknien und irgendwas was machen. Ja. Du Arsch. Wieso du Arsch? Nicht du. Der Typ. Ja. Ich dachte schon, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Ja, weil ich dich auch ständig... verdammte 10-jährige Junge, so... Arsch dass ich dauernd... Ist dauernd böse. Ich sag deinen Eltern Bescheid. Ist das bei dir auch so? Dass fremde Leute angerufen haben, war ich in der Familie. Du bist ans Telefon gegangen. Und die haben gefragt, ist denn deine Mama da? Was? Ja, also wenn ich mal so drüber nachdenke. Das ist tatsächlich sogar schon ein paar Mal passiert. Ist denn deine Mama da, du 10-jähriges COD-Kiddy? Soll ich ganz ehrlich sein? Ja. Passiert manchmal jetzt noch. Wo Leute mit dir reden wollen und dann denken, du wärst dein eigener Sohn. Vielleicht wollten die Leute wirklich deine Eltern sprechen. Meinst du? Und du hast ja einen angeflaumt. Ich bin kein 10-Jähriger. Junge. Ich hatte aber auch schon mal, dass ich am Handy angerufen wurde und irgendein Typ von O2 oder so mich für meinen Vater gehalten hat. Das fand ich etwas komisch. Wie? Dich für deinen Vater? Ja! Hey, wie, der ist Vater und 10 Jahre alt, was ist da los? Besser nicht nachfragen, einfach Vertrag andrehen. Kennt ihr Straßenverkehrsordnung nicht? Da steht nichts drin von springen sie über die Klippe und... Weiß ich nicht, weil es Spaß macht. Boah, geil, grinsen, mein liebstes Hobby. Ja klar, 30 Schuss getroffen und trotzdem ist er noch am Leben, der Battle Commander. Commander, Battle Commander. Ja, du nennst ihn Bettler. Ja, er heißt wirklich Commander, Battle Commander. Er wollte betonen, dass er Commander ist. Wenn man die Kills von allen Planetside 2 Spielern zusammenrechnet, dann sind wir gar nicht so schlecht. Immer diese Explosionen, Mann. Können die nicht Rücksicht auf ältere Menschen nehmen? Ältere Menschen, denen das alles zu schnell geht. Oder Jüngere wie du, die das alles noch nicht so schnell begreifen. Es tut mir leid. Du bist kurz davor, zum Messer zu greifen, oder? Ja, aber das ist, bringt ja nichts. Dann könnte ich wenigstens ein Video machen, wo ich sage, ich wurde vom COD-Kiddy geneift. Erstmal auf dich ballern. Oh, da ist er. Ja, du hast schon so latent aggressiv bist du, ne? Wegen der ganzen 10-jährigen Sache. So ein bisschen. So hin und wieder. Ich bin geflogen und dann runtergefallen und dann gestorben. Good story, bro. Scheiße. Es war einmal vor langer Zeit, da bin ich geflogen und dann runtergefallen und dann gestorben. Mein Panzer fliegt schon in der Luft, in die Luft. Ich steig aus, lauf als Infanterist rum, aber das sind immer noch diese 5 Typen mit den Raketenwerfern. Was machen die jetzt wohl? Mit League of Legends verwechselt. Ich will jemanden mit dem Flash überfahren, mit dem kleinen Quad. Und ich bin halt direkt schon vor ihm mit voller Geschwindigkeit und sehe nur, wie er den Raketenwerfer schon ausgepackt hat. Ich habe praktisch aus einer Distanz von wenigen Millimetern gerade einen Raketenwerfer ins Gesicht bekommen. Oh, oh, oh. Also nicht den Raketenwerfer, sondern die Rakete da drin. Den Raketenwerfer in den Mund. Boah, darauf stehe ich ja total. Ich werde ab jetzt jedem, der mich erschießt, schreiben... Ballern tut man nur, wenn man keine Worte mehr findet. Spion, das ist keine Reparaturpistole. Wie einfach mit der Pistole auf das kaputte Terminal schießt. Ich finde es immer schön, sowas zu sehen. Dann sehe ich, dass es auch noch andere Knubs gibt.
außer mir. Oder liegt eine Marco-Leiche? Die liegen da überall. Ignoriere einfach. Tritt drüber. Tritt drauf, tritt sich fest. Oh, ich bin bei der falschen Basis gespawnt. Naja, ich bin gleich sowieso tot. Mein Penis ist dann Growth. Alles klar. Was? Hä? Na, nix. Ich dachte, ich hätte komische Worte aus deinem Mund gehört. Da musst du dich täuscht haben, so etwas passiert niemals. Nie. Auf keinen Fall. Unmöglich. Fotze. Was? Herr Matter, Ihre Tochter. Ihr Sohn. Sagt Dinge, die seinem Alter nicht angemessen sind. Oh mein Gott, das erinnert mich gerade an eine unglaublich behinderte Anekdote aus meiner Kindheit. Was ist geschehen? Ich war, das muss irgendwann in der, war das in der Grundschule oder noch im Kindergarten? Ich weiß es nicht weiß mehr. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Also das war gerade eine rhetorische Frage an mich selbst. Das war auf jeden Fall irgendwie, hat irgendeiner das Wort Ficken gesagt. Und ich wusste nicht, was das ist. Einfach mal gefragt, was ist Ficken? Nee, und er hat das in irgendeinem Zusammenhang gesagt, dass mein Kinderhirn das irgendwie gedacht hat, das wäre ein ganz normales Wort, was jeder sagen kann. Und das wäre irgendwie, das hat sich irgendwie cool angehört. Und ich mochte das Wort, ja. Okay. Und ich weiß noch genau, wie ich nach Hause kam. Seelenruhig zum Küchenschrank gegangen bin. Mir ein Glas aus dem Schrank geholt habe. Und dabei ficken, 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 ficken gesungen habe. Und meine Mutter mit entgleisten Gesichtszügen daneben stand. Ich war wirklich nicht älter als 5 oder so, also. Andere Anekdote, ungefähr gleicher Zusammenhang. Grundschule. Ich laufe aus dem Klassenraum raus. Mir kommt irgend so ein Typ entgegen. Und wir kollidieren. Voll okay. Frontal. Irgendwie 3 voll lustige andere Kinder sehen das. Und erzählen die ganze Zeit, erzählen irgendwie, ja, hier, ah, du hast mit dem Typen gebumst. Und ich habe das natürlich nicht gerallt. Ich dachte, das heißt so, wenn man mit jemandem zusammen kollidiert, das heißt, man bumst. Man bumst dann mit demjenigen. Oder ist mit demjenigen gebumst. Ja, das kann passieren aus Versehen. Und ich natürlich erzähle das dann voll stolz weiter. Die arglose kleine Matta läuft rum. Ja, ich habe vorhin mit dem Typen gebumst. Und alle gucken mich nur an. So denken sich einfach nur, okay, na gut. Dann mach du mal, wenn Spaß macht, was soll's. Muss irgendwie in der dritten Klasse gewesen sein oder so. Die Welt ich war Ich hab bald. Eben mitten auf dem Gang mit dem So ungefähr war das. Aber aus Versehen. Ja genau, ich bin aber aus Versehen. Ich wurde von Waaat getötet. W-A-A-A-A-A-A-A-T. Waaat. Der muss sich voll bepisst vorkommen, wenn er seinen Benutzernamen angibt. Wie viele A's waren das nochmal? Mit dem Passwort hat er wahrscheinlich das gleiche gemacht.